herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch ein leckeres Rezept für Ofenkartoffeln mit einer cremigen Champignon-Käsesoße. Für das Rezept brauchen wir richtig schön große Kartoffeln, am besten mehlig kochend oder vorwiegend festkochende Kartoffeln. Die Kartoffeln jetzt einzeln in Alufolie einwickeln und dann für 70 bis 90 Minuten, je nach Größe der Kartoffeln, in den vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Ober-Unterhitze geben. Für die Soße die Champignons je nach Größe halbieren oder vierteln, die Frühlingszwiebeln in feine Röllchen schneiden, dann eine große Pfanne mit einem Schuss Öl erhitzen, die Champignons dazugeben und jetzt für etwa 3 Minuten schön scharf anbraten, dabei gelegentlich durchschwenken bzw. umrühren. Jetzt die Hitze etwas reduzieren, die Frühlingszwiebeln dazugeben und für etwa 1 bis 2 Minuten mit anschwitzen. Dann etwa 1 Esslöffel Mehl über die Champignons streuen. Alles einmal kurz durchschwenken. Und jetzt mit 100 ml Weißwein, 200 ml Gemüsefond, und 100 ml Sahne ablöschen. Alles zum Kochen bringen und anschließend für etwa 5 bis 6 Minuten bei mittlerer Hitze einköcheln lassen. Gelegentlich nochmal umrühren. Sobald alles schön eingeköchelt ist, mit einer Prise Pfeffer, einer Prise Salz und einem Viertel Teelöffel Muskat würzen. Und zum Schluss ca. 2 Esslöffel Sahneschmelzkäse. Und etwa 50 Gramm geriebenen Parmesan dazugeben. Die Hitze jetzt auf ein Minimum reduzieren und den Käse einfach nur noch unterrühren, bis daraus eine richtig cremige und sämige Soße entstanden ist. Dann die Kartoffeln aus dem Ofen holen. Mit einem Messer einmal längs aufschneiden, etwas auseinanderklappen. Und dann nur noch mit der Champignon-Käse-Mischung füllen und servieren. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.